Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Furki Plays. Und ja, viele fragen und schreiben immer, wieso ist das Intro so hektisch? Keine Ahnung wieso, Freunde. Scheiß drauf. Wir legen hier jetzt direkt mal los. Ja, ihr habt schon im Titel gesehen, ihr habt zum Thumbnail gesehen. Weekend League Rewards, ja, wir haben hier jetzt einmal 17 Informs. Das heißt, einmal 11er Informs-Set bei mir, zweimal 3er Informs-Set bei mir. Und dann gibt es nach meinen Rewards noch einen Special Guest, ja. Da werden wir die Packs von Eldin öffnen. Ja, der Kollege ist 15 und hat Back-to-Back 30-0 geholt. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, dann lass uns hier direkt mal loslegen, Freunde, ja. Let's go, Division Rivals. Ich habe gut gegrindet diese Woche. Ihr seht, wir haben ein ultimatives Pack am Start. Das heißt, ein 125k-Set. Rang 1 ist es geworden. Wie gesagt, ich habe gut gegrindet. Wochenende ist Qualifier. Weekend League wollen wir natürlich ja auch wieder die 30-0 holen. So, Weekend League Belohnungen. Hier, letztes Wochenende ist es ja Elite 1 geworden. Wir hatten kranke Internetprobleme, mussten sogar den Stream abbrechen. Aber ich hoffe, jetzt sollte das ganze Problem gelöst sein. Wir haben dreimal 5 rote Karten hier. Ich öffne mal, ich starte mal in der Mitte. Let's go. Das ist schon mal in Ordnung. 87er kann ich akzeptieren. Also ein Varan 87er wäre besser gewesen. So, Joaquin nehme ich auch mit. Und an der auf der linken Seite haben wir Wardy. Ja, also bei den roten Karten, ich habe jetzt wieder Angst, weil ihr wisst, immer und immer wieder, die beste rote Karte landet dann auch wieder im Inform-Pack. Wenn das jetzt passiert, dann muss ich ganz, ganz, ganz dringend los. Wir haben 17 Informs am Start. Und natürlich das ein oder andere kranke Pack. Unter anderem ein 125k-Set, ein 200k-Set, also... Das kann sehr, sehr solide werden. Und ich öffne jetzt hier, glaube ich, ich habe gar nicht geschaut, welches Pack. Irgendwas öffne ich hier auf jeden Fall gerade. So, und es ist schon mal ein Walkout. Italien ist safe Bonucci, ne? Safe Bonucci. Es kann gar nichts anderes kommen. 100% Bonucci. Pass auf. Ich hasse es, wenn Walkout ist und es kommt die Italien-Flagge. Ich hasse dieses Gefühl. Wer hat das Gefühl auch noch? Schreibt unten in die Kommentare. So, Freunde, da kommen wir hier jetzt zu den absolut geisteskranken Packs. Ja, erstmal die 200k-Sets werden geöffnet. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Skip ich. Da muss ich nochmal ganz dringend los. So, das nächste 100k-Set soll bitte mal nicht so sein. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ey, was ist das? Ich glaube, es ist ein Inform, aber was ist das? Oh mein Gott. So, Freunde, ich wollte ja hier irgendwie mein Team noch ein bisschen verbessern, aber das sieht bisher noch nicht so gut aus, ja. Die Packs, keine Ahnung warum, aber sind sehr, sehr schwach. Wir öffnen jetzt ein 125k-Set. Es ist kein Walkout. Warum? Wo sind denn die Walkouts alle hin? Kann mir mal einer sagen, wo die Walkouts alle hin? Dembele? Kostet da noch was? Ich glaube nicht. Wo sind denn die Walkouts hin, Freunde? Gerade überhaupt nicht mehr... Oh, geil. Geil, geil, geil. So einen Walker nimmt man immer gerne. So ein Dembele. Das Pack hat kein Walkout, aber ist in Ordnung. So, Freunde, ich weiß, viele von euch warten immer auf die gleichen Packs. Und es sind immer wieder die Inform-Packs, ja? Wir haben jetzt meine roten Karten Luis Alberto gezogen. Daher habe ich ein wenig Angst, was diese Packs hier angeht. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben 17 Informs am Start. Hier, wir müssen mal was Geiles jetzt ziehen. So, erstes Dreier-Inform-Set. Die Animation sieht nice aus. Es ist kein Walkout. Das ist irgendwie... Also, diese Animation sieht echt geil aus mit den roten Farben. Aber es bringt... Uns bringt die Animation nichts in die Tasche, ja? Wir müssen hier mal was Gutes ziehen. Joaquin ist auf jeden Fall nicht so das, was ich unbedingt als gut betrachten würde. Ja, das ist alles nicht so. Das Gelbe vom Ei. Und das werde ich wahrscheinlich noch sehr oft sagen. Keine Politik. Direkt nächstes... Dreier Inform-Set. Jetzt vielleicht mal Walkout. Es ist wieder kein Walkout. Also ich habe, Freunde, ich habe wirklich kein gutes... Ich habe ein mulmiges Gefühl hier bei der ganzen Sache. Es ist schon wieder Joaquin. Also jetzt fehlt nur noch, dass wir im Elber Inform-Set Joaquin ziehen. Dann haben wir Joaquin. Da schreibe ich einfach den Titel Joaquin. Dann heißt der Titel heute einfach Joaquin. So, ultimatives Team of the Week Pack. Jetzt bin ich gespannt. Thank you.
Ja, Freunde. Das war das Elva Inform Set. Bei dem, ja, guten Team of the Week. Das hier. Maja, Batocchio, Vinicius, Mateus Pereira, Podolski, Zeppe, Stuani, Dubravka, Joaquin, Hinteregger und am Ende die absolute Legende Aranguiz. Ja, das ist geil, Alter. Geil, Bruder. Heftige Packs hier am Start. Läuft. Ja. Das ist doch mal super hier. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geiles Pack gewesen, Freunde. Was soll ich sagen? Geiles Pack-Opening hier am Start. Und, ja, ich bin jetzt mal gespannt, Freunde. Das waren so meine Packs. Ich bin mal gespannt, was der Eldin ziehen wird, ja. So, Freunde, das war's dann auch schon mit meinen Packs jetzt. Eldin hat Shareplay schon gestartet. Ich gehe jetzt auch bei ihm rein und ich zeige euch mal auch seine Rewards. Wie gesagt, der Kollege hat 230-0 geholt. Let's go. So, Leute, wir sind dann jetzt hier bei Eldin am Start, ja. Ich habe es gerade schon gesagt, der Kollege, der ist 15, Eldin, ja. Ja, 15. Der Kollege ist 15, der hat Back-to-Back 30-0 geholt. Der hat leider sein Elva-Inform-Set, das eine Elva-Inform-Set von letzter Woche, hat er leider aus Versehen, dein Bruder hast du gesagt, ne? Ja. Hat das geöffnet. Schade auf jeden Fall deswegen, aber wir haben immer noch ein Elva-Inform-Set am Start. Unterstützt Eldin, Freunde, auf YouTube und auf Instagram auch. Die Links sind ganz oben in der Videobeschreibung. Ja, lasst mal auf beiden, ja, Kanälen, sage ich jetzt mal, ein Abo da. Supportet ihn, der Kollege ist 15, der ist gerade komplett am Rasieren. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was er demnächst noch holen wird. Ansonsten, dann hol mal einfach mal deine Rivals-Belohnungen ab, Eldin. Ich habe schon gesehen, guck mal, wie viele Spiele der hat, Kollege. Jungs, also, der hat mal gediegen mindestens doppelt so viele Spiele wie ich gemacht. Dann, let's go, Weekend League. Okay. Einfach mehr Spiele als ich. Ich suchte schon viel. Platz 16 der Welt. Du hast sogar früh gespielt, relativ. Ne? Ich habe freitags 10 Spiele gemacht, 10-0. Wie viel Geld hast du ausgegeben, Eldin? Ja, mein Bruder hat mich ein bisschen so finanziert, so circa 100. Circa 100 Euro? Ich habe halt das richtig viel Drafts gespielt. Die Hälfte davon sind Draft-Wins. Ich kann dir kurz meine Draft-Bilanz zeigen da. Schau. Es sind, Bruder, 500 Spiele insgesamt Draft. Wie viel Games hat der Kollege gemacht? Crazy, Mann. Machen wir das erste auf, komm. Zack. Let's go. Vielleicht Varan. Wir mal sehen, wie das wird. Komm, Varan, bitte. Wadi. Oh. Ist okay. Nächstes Ding. Na, schade. Ja. Komm, bitte, Jay. Alberto. Jetzt. Hast du gesehen? Oh mein Gott, Walker. Ein Papi! Nein! 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 Ich war gerade komplett lost, Alter. MS, ich dachte mir, hey, das kann noch... Ich dachte, das sind diese Road to the Team of the Group Stage. Pass auf. Ich zeige in die Kamera. Ronaldo kommt. Endlich. Komm jetzt, Ronaldo. Oh. Ich hasse es, wenn Italien kommt. Ich hasse es unnormal. Ich hasse es, wenn Walkout Italien. Es ist immer Bonucci. Es ist auch nie Chiellini oder so. Es ist immer Bonucci. Wow. Einfach ein Senegal. Wow. Das wär's doch jetzt. Boah, sieht das gut aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Eldin, das tut mir sehr, 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 sehr leid. Was ist das denn? Was ist denn das bitte? Das ist nicht einmal ein Walkout. Oh mein Gott. Das ist alles Abstoß. Ey, der Arme, Digga. Das tut mir jetzt... Digga, kriegst du überhaupt... So, machst 100k oder so mit dem Pack. Ja, 100k, alles Discord. Geht zu Eldin rüber auf Insta und YouTube. Lasst ein Follow da, lasst ein Abo da. Und Eldin, willst du noch irgendwas sagen?
Nee, Bruder, abonniert alle Furki auch. Erde, dass er hier mit mir aufnimmt. Wie gesagt, Freunde, schaut bei Eldin vorbei. So, Leute, das war's dann mit dem Video. Ja, ich wollte das Team hier auf jeden Fall verbessern. Das ist mit den Packs jetzt hier wahrscheinlich nicht so krass möglich. Nichtsdestotrotz, sprengt den Like-Button, Freunde. Ja, wir hatten hier 28 krasse Informs am Start. Und ja, am Wochenende, ich werde Freitag, also morgen, morgen und Samstag die Wikileaks zu Ende spielen. Sonntag und Montag habe ich den Qualifier, deswegen Freitag, Samstag beenden wir das Ganze. Ich schätze Freitag 15 oder 10 Games und Samstag dann den Rest. Immer am Abend, wisst ihr ja, vielleicht auch ein bisschen früher, mal gucken. Das poste ich immer auf Instagram, schaut doch auf Instagram vorbei. Und ja, ansonsten war es das, Jungs. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Dann sehen wir uns morgen Abend zur Weekend League wieder.